So. Oh. Fuck. Was passiert hier? Das ist eine Demo. Weg damit. Ich wollte eigentlich sagen, genau in dem Moment drücke ich auf Aufnahme. Egal. Laut. Ich wollte sagen, fangen wir mit Level 2 an und so. Ja. Hier, ne? Genau. Das hat euch voll aus dem Konzept gebracht, gerade. Egal. Ja, ich erinnere mich und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Also, mich schlau machen lassen und so. Und ich weiß jetzt, der Typ war auf jeden Fall mein Hilfroboter, dieser Guidebot. Man kann Markierungen setzen, um Türen offen zu halten, habe ich schon erwähnt, das weiß ich jetzt auch, wie das geht. Wie ging es noch mit F4, ne? Genau, hier zum Beispiel Test 1. Dann ist das hier eine Markierung. Und die haben übrigens neue Musik. Das ist eine Markierung. Und dadurch bleiben auch Türen offen, wenn ich die dazwischen reinsetze. Und auf der Karte, sehr schön, sieht man hier 1, aber man sieht leider nicht, wie diese Markierung heißt. Es geht bestimmt darum, das steht da unten. 1 bis 9 Select Markers to View. 1. Ah, hey! Dann kann man sich schön Sachen markieren, irgendwie Shield, Energy Center, ne, das sieht man sowieso. Irgendwelche Dinge, Smart-Raketen, die man noch nicht einsammeln kann, aber später einsammeln möchte. Jetzt ist die Frage, kann ich das auch irgendwie löschen? Entfernen. Zitrode. Nee, das war ein Shortcut für ein anderes Programm bei Windows von mir. Habe ich kurz mal abschießen müssen. Probieren wir es nochmal. Steuerung D, Delete Marker. Dankeschön. Hat diese Demonstration jetzt auch funktioniert? Hätte ich vielleicht vorher mal testen sollen. Gut, dafür habe ich jetzt zwei Dateien, die ich hinterher anhängen darf. Supi. Und was wollte ich noch zeigen? Ja, genau, der Guidebot. Guidebot has not been released. Okay, sobald ich ihn irgendwo befreit habe, kann ich ihn releasen. Also, nein, da kann ich ihm Befehle geben. Was war hier noch? Alt, Shift, F4. Da kann ich ihm einen Namen geben. Ich habe jetzt überlegt und ich finde, Guidebot ist langweilig, der Name. Ich nenne ihn einfach mal, wie nenne ich ihn denn? Ich nenne ihn Flash. So. Kleiner Insider, den wird also fast niemand verstehen. Und sonst habe ich wohl jetzt alles erklärt, was ich herausgefunden habe. Übrigens auch alles hier nachzulesen. Was haben wir noch so? Ja, dann kann ich jetzt endlich auch wieder Flares abschießen. Habe ich jetzt auch eingestellt. Ich kann Energie konverten. Das geht auch erst über Tastendruck. Aber need more than 100. Also erst wenn ich über 100 Energie habe, dann habe ich... Kann es sein, dass Sheet and Energy vertauscht wurde im zweiten Teil? Bin gerade nicht sicher, ob das im ersten genauso angeordnet war. Egal, ich habe jetzt die Energie verloren, deswegen restaure ich nochmal. Zack. Und übrigens wiederholt sich die Musik nicht beim Neuladen. Also sie fängt nicht neu an. Zack. Homing Missile. Was noch? Ich habe irgendwie... Im ersten Level habe ich einiges verpasst. Das weiß ich... Ach, es fängt wieder so an. Gegen die soll ich Vulcan benutzen. Zu Befehl. So. Wir sind weiter zurück. Wir sind nochmal speichern. Und dann... Hi, es wackelt. Und da behaupten manche, es wäre zu langsam, die Bewegung hier. Viel zu schnell. Man kann ja nicht mal ausweichen. Einer ist weg. Eigentlich will ich nicht. Hat es jetzt nicht doch neu angefangen, sieht? Also manchmal bin ich verwirrt. Zack, einer ist weg. Speichern. Wie in den guten alten Zeiten läuft es gerade. Was ist überhaupt für eine komische Tür? Wieso geht die zweite danach übrigens auch noch auf? Das macht es der Feind dann wahrscheinlich. Der kann ja jetzt auch Türen öffnen. Das finde ich sowieso amüsant und doof. Warum muss man Feinden mehr Macht geben? Die haben schon genug Dreck am Stecken. So, jetzt habe ich erstmal meine Ruhe. Es ist mir die Maus irgendwie wieder zu langsam. Zum Glück kann ich ja per Mausdruck oder Knopfdruck an der Maus die Sensibilität umstellen. Ich muss das nicht anders machen. Ich dachte gerade, das wäre das Exit. Leider nicht. Humans only beyond this point. Beyond. Glaube ich nicht.
Wenn ich das richtig verstehe. So, es gibt Schalter, da war ja auch noch was. Dadurch öffnen sich Türen. Manchmal nur einmal und so. Das muss schnell sein. Kann man sich vielleicht auch irgendwie selbst einsperren, wer weiß. Doors unlocked. Ja, und jetzt ist die Frage, welche? Ich sehe keine. Ich habe wieder vergessen, bei welchem Ding ich mich beeilen sollte. Auf jeden Fall ist ein Energiecenter. Dann lasse ich den Schalter erstmal als unbehelligt, denn hier hat sich nichts in unmittelbarer Nähe getan. Vielleicht irgendwo weiter drin. Ach so, gut, dann ergibt es sogar Sinn. Und die auch nicht? Doch, die geht auch. Aber ich will natürlich hier weiter. Dann muss man das jetzt zerstören, dann komme ich hier durch. Dann ist alles gut, dann ist alles gut. Ah, ich hasse diese Fische. Vulcan. Kommt her und schmeckt meine Vulcan. Die sterben da echt voll schnell von. Das ist kurios. Level 3, also bald habe ich Level 4, denke ich mal. In diesem Level noch. Irgendwann kommt ein Quad Laser. Vielleicht gibt es hier auch noch stärkere. Hoffe ich ja. Es wurde ja eigentlich gesagt von jemandem. Von jemandem ganz bestimmten. Dass es hier viel bessere Waffen gibt. Bisher finde ich das noch gar nicht so außergewöhnlich. Also es ist ja wie in Teil 1. Sind das überhaupt Gegner? Ich kenne die kaum. Die schießen auch gar nicht. Erinnert mich an gute Teil 1 Descent-Zeiten, wo die von Weitem auch aber nichts... Oh, die gehen aber weg. Die gehen weg. Auf jeden Fall ist ein Energiecenter, also eigentlich bin ich schon glücklich. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich muss hier, wie ging es noch mit F4? Tür 1. Ah, weg hier! Ah, fuck. Und übrigens habe ich das total deplatziert. Erster muss der sterben. Das haben wir jetzt gelernt. Das kommt, da wird herangeschossen. In einem Affenzahn. Ich will die Tür trotzdem offen halten, allein weil es kann. Ich will alle Türen offen halten. Tür 1. Geht die jetzt nicht mehr zu, bitte? Yay, ist das nicht geil? So. Wie ging es noch? 1. Ich würde eigentlich gerne mal alle Marker auf einmal sehen können. Und da zoomt's und da zoomt's raus und da zoomt's rein. Und da sind die Gefangenen schon so unterschiedlich belegt. Verlegt. So, weiter geht's. Wie? Wenn ich da durchschlägt, dann, na gut, cool. Dann sehe ich auch, wie er heißt. Aber das Schlimmste ist, dieses Spiel kennt keine Umlaute. Dropship Loading. Drop. Wie, ich krieg hier Frame Drops. Erstmal jetzt Energiecenter holen. Einen Afterburner gibt's auch, also den Nachbrenner, den habe ich auch noch nicht gefunden in Level 1, obwohl es ihn da eigentlich gab. Hilfe. Zack. Und den habe ich auch belegt. Das Gute am Afterburner ist, er ist kostenlos, Freeware. Der kann zwei separate Audiospuren aufnehmen, also richtig tolle Sache. Aber man muss ihn halt erstmal finden und das ist nicht so leicht. Ich bin da irgendwo gegengestoßen, glaube ich, deswegen habe ich 99 Schild nur. Oh, ich brauche Vulcan. Wo ist eigentlich mein Bot? Ich dachte, direkt jetzt immer am Anfang des Levels. Den kann ich nämlich auch Befehle geben, von mir fern zu bleiben, das ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob man zwei Befehle gleichzeitig geben kann, aber man kann ihm auch befehlen, Energiecenter zu finden zum Beispiel. Zack. Und so weiter. Ganz viel. Das zeige ich euch alles, sobald ich ihn mal wieder gefunden habe. Ich weiß nicht, wo er sich hier versteckt. Ach, Moment. Mir kommt da gerade was. Ich glaube, damit habe ich sogar recht. Das komische Teil ist außer wie ein Exit. Das ist doch der Guidebot. Das kommt mir jetzt erst. Lass mal nicht mal raus. Eigentlich wollte ich ja nie wieder freilassen. So, Finding Blue Key will er machen. Wie kann ich dir Befehle geben mit Shift F4? Da seht ihr, was er kann. So, Blue Key, das ist sein... Ich glaube, der geht dann immer eins am anderen ab, oder?
Auf jeden Fall will ich, dass er von mir wegbleibt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, hier ist dunkel. Staying away. Den Energiesender habe ich jetzt schon gefunden. Also das muss er mir nicht finden nochmal. Der kann schon mal zurückfliegen hierhin. Und noch ein Schalter ist da, sehe ich gerade. Ich glaube, außer Türen aufmachen können die Schalter auch nichts groß. Alle Türen auch zu Secrets und so. Bestimmt diese Tür dann. Warning Low Gravity. Die geht auf. Und da ist, glaube ich, so ein Converter. Energie zu Shield. Habe ich nicht jetzt einen für das ganze Spiel schon im ersten Level gefunden? Was ist das dann? Was ist das? Ja, was ist das? Ist das eine neue, geniale Superwaffe? Wenn nicht, dann wäre ich sehr enttäuscht. Der hat mich erwischt. Aber eigentlich ist es... Im ersten Level fand ich es richtig schlimm, die ganze Umgewöhnung. Ich fand es echt erschreckend, wie schnell alles ist und so. Aber jetzt hier im zweiten Level, finde ich, komme schon ganz schön gut damit klar. Die Souveränität ist zurück. Und ich bin froh, dass ich nicht zu lange gewartet habe, wie eigentlich geplant, den zweiten Teil zu beginnen. Denn jetzt habe ich noch ein bisschen Übung aus dem ersten Teil. Und fange nicht wieder an, Kinderschritte zu machen. Vielleicht ist es der Afterburner, wer weiß. Headlight Boost. Headlight is off. Kopflicht, ne? Was? Bin ich jetzt... Habe ich mehr Licht jetzt? Moment. Ich sehe nichts. Also ich sehe keine Veränderung jetzt. Was habe ich denn hier so? You don't have Spreadfire, Plasma, fühlen alles bekannte Waffen. Concussion, Homing, Proximity. Wir haben noch Mega Missiles. Also eigentlich bin ich jetzt verwirrt, was das war. Und ich kann somit erstmal nichts damit anfangen, denke ich. War bestimmt irgendein Bullshit. Was ist das denn jetzt für eine Sicherung? Ich denke mal, ich darf nicht gegenfliegen, aber ich mach's trotzdem. Ui, Überraschung. Okay, schießen wir es einfach mal ab. Ist doch irgendwie ein Schalter. Ne, doch nicht. Irgendeine Karte. Oder eine Waffe. Ach, ich weiß. Da muss man jetzt halt erstmal mal drauf kommen. Zieh Vulkan-Kanon. Scheiße, das ist dieser Spacko, der Waffen klaut. Ich wurde von ihm eindringlich gewarnt. Ich habe ihn nicht gesehen. Wo war er? Von wo kam er? Von wo? Jetzt ist es mir wieder zu langsam, oder? Die Maus. Von wo kommt er denn? Und der hält eine Menge... Oh, da war er. Oder? Der hält eine Menge aus. Der hält so dermaßen viel aus, dass es sich fast gar nicht lohnt, ihm zu folgen. Aber wenn er dann vernichtet ist, dann gibt er schon eine ganze Menge. Hä? Kann er jetzt auch Bomben legen? Schwindebombe. Was ist... Ach so, das ist er. Das ist er. Ist er das? Nee, ist er gar nicht. Das ist ein neuer Gegner. Der wurde, glaube ich, vorgestellt. Der ist auch ganz witzig. Wo ist denn dieser Thief-Typ? Immerhin sagt er, wenn er was stiehlt und man muss es nicht irgendwie am später erfahren, der man es eigentlich braucht und dann nicht da ist. Ich weiß nicht, was soll ich machen. Ich schieße jetzt erstmal diesen scheiß Schalter ab. Ich mache auf jeden Fall einen neuen Speicherstand. Ganz oft, sobald dieser Thief-Typ gekommen ist. Ich will wissen, was das auf Deutsch heißt. Da ist er. Habt ihr ihn gesehen? Ich könnte eigentlich warten einfach. Auf ihn warten. Kann ich nicht mein Guideboard auf ihn ansetzen? Er könnte sich gegen euch bekriegen und uns den richtigen Krieg alleine ausfechten. Oh, was ist denn mit dem los? Der will mich weglocken, ich merke schon. Der denkt, ich guck weg und dann kommt er erst. Ich muss weggucken, ich verstehe. Man kann ja auch irgendwelche Anzeigen schalten und einen Rückspiegel sehen. Das nervt mich dann aber wahrscheinlich mehr. Dieser Spacko. Ich weiß nicht, wie ich mit ihm umgehen soll. Ich könnte einfach Homings auf ihn schicken. Er haut ab, er haut ab. Aber er kann mich mal, ich folge ihm nicht. Ich will ihm jetzt nicht folgen. Ich wollte hier eigentlich weitermachen.
Kann ich jetzt mal auf den Schalter schießen, ohne in Ruhe? Ah, er ist wieder da. Ich weiß, was ich mache. Ich habe doch Bomben. Habe ich Bomben? Bin mir gar nicht sicher. Aha. Jetzt geht's sogar ohne Secondary Weapon auszuwählen. Was schießt mich denn jetzt ab? Wo kommt der denn jetzt her? Ist das ein Secret? Was ist das für eine Rakete? Flash! Ich habe wieder vergessen, wofür die zuständig ist und wie man sie auswählen kann. Der fliegt irgendwie nicht in Bomben rein, kann das sein? 18 Shield am Arsch. So, hier oben, ne? You cannot open this door, dann öffnet es gleich, wenn ich durch bin. Ey, wie die mich hier alle verarschen. Ich hab Homings. Und ich habe keine Scheu, sie einzusetzen. Hat es jetzt getroffen oder hat es nicht getroffen? Der ist halt sehr schnell, ich weiß nicht, ob er da ausweichen kann. Kommt er auch wieder rein? Vielleicht nicht. Ich will jetzt einfach diesen Force Fight deaktivieren. Ist es noch Zeit? Ich glaube, das ist ganz tags. Ja. Yeah. Oh! Converter stolen, Headlight stolen. Headlight brauche ich eh nicht, ich weiß nicht, was das ist. Aber nee. Ohne mich. Der guckt, der wartet halt immer, bis ich weggucke und dann kommt er angerauscht. Und richtig schnell. Kann ich nicht mich hier hinstellen und dann merkt er nicht, dass ich da bin? Ist richtig dumm, dass er so klein ist und so schnell. Würdest du bitte sterben? Was ist das denn? Ist er das? Könnte er gewesen sein. Ich muss jetzt hier auch darauf achten, weil gleich hier oben was aufgeht irgendwo. Wann geht da oben was auf? Jetzt! Dieser Kürbis! Was ist das denn? Oh, da ist der andere gewesen. Aber ich bin eigentlich relativ glimpflich jetzt davon gekommen, finde ich. 90 Shield. Damit möchte ich jetzt mal leben vorerst. Aber ich will den Typ jetzt als erstes kaputt kriegen, bevor ich mich weiter im Level bewege, sonst nervt er mich die ganze Zeit. Kann man ja nie in Ruhe schlafen, ich meine in Ruhe arbeiten. Strategisch denken. Vorwärts kommen. Die Rakete sollte ich noch einsammeln. Oh, ich habe keine Ahnung, wofür die notwendig ist. Flash heißt Blitz, so viel weiß ich. Also einfach nur ein bisschen Licht machen. Ich hatte schon Headlight. Ich weiß nicht, wofür das notwendig ist. Ey, warum geht der immer noch durch die nächste? Ich könnte doch jetzt echt Bomben setzen. Es sollte doch jetzt eigentlich was bewirken. Er sollte doch reinfliegen. Ja! Ist erwischt! Da ich Bomben eh nicht brauche. Hui, da ist er. Sobald er merkt, dass ich ihn gesehen habe, haut er ab. Aber ich finde echt... Flack! Seht ihr Flack? Ui, wo kommt der denn her? Endlich gescheite Musikqualität! Flack! Wurde auch höchste Zeit. So. Selbes Spielchen, denn er wird ja nicht schlauer. Kann man ja nicht erwarten. Ah, das klingt toll. Das klingt toll. Aber er hält viel aus. Andere fliegen einmal in eine Bombe rein und sind tot. Und er, keine Ahnung, vielleicht schießt er die Bombe auch nur ab. Oder den kann ich auf jeden Fall mal umbringen. Die halten ja auch nicht viel aus. Also diese Kürbisse. Halloween war erst. Was trifft mich denn da von der anderen Seite noch? Nee. Da ist er. Saust an mir vorbei, wenn ich mich gerade einmal kurz umdrehe. Was ist das, was sind das für Schüsse, die troppen da runter? Wie war das mit Gravity Low? War das gemeint? Guck mal, das... Was ist... Was soll der Scheiß denn? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich habe echt gedacht, das wäre gerade ein Bug. Mache ich das vielleicht mal... Oh, er wartet. Das wusste ich nicht. Ich wollte eigentlich jetzt reingehen, aber so kann ich es nicht machen. Er macht die Tür ja auch nicht selber auf. Er könnte es, ich weiß es. Jetzt kann er es, aber nur der Zielspot.
Vielleicht kann das auch nur der. Jetzt habe ich meine Hand gerade weggetan zum Kratzen, aber es hat ja... Guckt euch das an. Am Arsch! Wen wisst ihr eigentlich? Seht ihr, wie er zur Seite geschossen hat? Weil er genau wusste, wo ich ausweichen will. Jetzt habe ich im Level 1 schon so... nicht glauben können.